gemacht. Hallo zusammen. Ich stelle das ein bisschen runter. So. Überkommen. Game Controller, der sollte funktionieren fürs Cuphead. Logitech F310. Kostet so, keine Ahnung, 25-30 Franken. Die Frage ist jetzt natürlich, wie immer, wie bringt man so Schachteln auf? Zum guten Glück habe ich ein Messer dabei. Schauen wir mal, ob es mit dem Messer überhaupt drauf geht. Gehen wir mal mit dem Messer auf. Einige Stunden später. Ich habe es jetzt glaube aufgebracht. Abfall. Jetzt muss noch rauskommen. Ja, also gut verpackt ist es auf jeden Fall. Das Logitech Gamepad. Jetzt kommt alles raus. Krass. So. So sieht das aus. Mit USB-Anschluss. Dann würde ich sagen, stecken wir das mal ein. Ich habe hier neu, habe ich noch einen Hub. Da unten ein riesen Chaos. So. Dann Unterhaltung. Cuphead. Spielen. Ich bin ja gespannt, ob es funktioniert über den USB-Hub oder ob man das direkt noch einstecken muss. Schon 3 Controller gebraucht, ausprobiert, keine funktioniert. Jetzt habe ich den bestellt. Der müsste funktionieren. Habe ich von Digitech, dann den Link auch in die Beschreibung rein. Einen Controller hatte ich, bei dem bin ich auch so weit gekommen, konnte ich auch starten. So weit bin ich auch gekommen. Nachher ist so eine Geschichte gekommen, genau, jetzt kommt die Geschichte an, die eine Geschichte erzählt. So weit bin ich auch noch gekommen, dann erzählt er und erzählt er und dann ist plötzlich einfach nicht mehr gegangen. Aber jetzt. Ja, genau, jetzt ist nicht mehr gegangen. Aber jetzt kann ich laufen. Cool.
Wow, durch das Tutorial durch, krass. Ja, das ist glaube ich noch ein schwieriges Spiel, so wie es aussieht, wenn dann ist das Tutorial so schwierig ist. Ja, dann machen wir mal simpel zum Anfangen. Ui. Oh, jetzt kommt das Rüebli. Wow! Uiuiuiui.
Ja, ich sehe schon, das ist nicht so einfach. Da muss man, glaube ich, ein bisschen mehr üben. Ah, ich habe erst einen. Ich habe erst einen Batzen. Eigentlich genau meine Kategorie von Spielen. Ich liebe so Jump'n'Run-Zeug. Ui, und schon wieder tot. Ja, da muss ich noch ein bisschen mehr üben und aber immerhin, das ist auf jeden Fall coole Unterhaltung. Also immerhin auswählen kann ich. Mal den Chris nehmen. Rückwärts. Jetzt. Also da unten muss ich Gas geben. Steuern kann ich nur mit dem. Unten muss ich Gas geben da. Und steuern muss ich da mit dem Nöppel. Mit dem geht es nicht. Und unten schreibt das ja A, B, Y. Das flitzt ja. Ludicrous Mode. Keine Chance mehr zum Aufholen natürlich. Ja, die anderen sind schon im Ziel.
Ja, cool. Funktioniert also auch fürs Beachbuggy Racing. Tipptoppi Sache. Ich glaube, ich bestelle dann noch einen zweiten, weil dann kann man auch das zweite geben. Ja, das wäre es gewesen. Eigentlich ist es nur darum gegangen, Cuphead und mit welchem Controller das funktioniert. Aber Logitech, tipptoppi Sache. Peace. Und es wird auch schon dunkel da.